Fast jeden Tag macht sich irgendwo in Deutschland jemand in der ARD bereit. Heute Thorsten Habke in Hannover. Die Tagesthemen wollen seine Meinung. Und die Rubrik dafür heißt neuerdings auch so. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Das, was wir bislang als Kommentar ausgewiesen haben, nennen wir jetzt Meinung. Ganz einfach, weil damit noch deutlicher wird, dass dies nicht die Ansicht der gesamten Tagesthemenredaktion ist, sondern die persönliche Meinung eines einzelnen Kollegen. Und nicht nur das. Hier im Nachrichtenhaus der ARD wird an noch ganz anderen Reformen für den Kommentarplatz gearbeitet. Schon bald soll es immer mal wieder ein Pro und Contra geben, wie schon im Netz gut geklickt. Hier zu einem SUV-Verbot. Absolut. Jedes dritte neu zugelassene Auto gehört bei uns mittlerweile zu den rollenden Panzern. Im SUV lebt man länger. Im Crashtest schneiden sie viel besser ab als andere Autos. Helge Fuest ist in der Chefredaktion zuständig für die Tagesthemen. Die werden für ihre Reformen ordentlich kritisiert. Satiriker Jan Böhmermann sieht die Redaktion in einer heraufbefürchteten journalistischen Defensive als Angsthasenredaktion und fragt sich zur Umbenennung, was sind denn das für Leute, die das nicht verstehen? Es geht doch vor allem erstmal darum, dass die Zuschauer uns verstehen. Und zweitrangig ist, wie wir das in unserer Journalistenbranche nennen oder was die journalistisch korrekten Begriffe sind. Kommentar war ja nie falsch, ist auch heute kein falscher Begriff. Wir glauben nur, dass in unserem Format, in den Tagesthemen, der Begriff Meinung besser passt und besser verständlich ist und besser in die heutige Zeit passt. Doch auch aus der Wissenschaft kommen Zweifel an der Reform. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer stört sich nicht so sehr an der Umbenennung. Er sorgt sich vor allem um die Inhalte. Es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Etikettenschwindel, weil ob Meinung oder Kommentar, dass das subjektive Positionen waren, ist eigentlich vorher jedem klar gewesen. Das Problem ist eigentlich, wessen Position wird eigentlich gehört, wessen Position wird eigentlich gesendet und welche Position bekommt damit auch Legitimität. Tatsächlich erreichen die Tagesthemen immer wieder Botschaften wie diese. Wo ist der Pro-AfD-Kommentar der Tagesthemen? Wie viele Kommentare mit klar liberaler Grundtendenz gab es eigentlich in jüngerer Zeit in ARD und ZDF? Kritiker fordern Unparteilichkeit, erinnern an den Rundfunkstaatsvertrag. Wir haben keine Statistik geführt, ob es nun im letzten und diesem Jahr so viel mehr gab als vor 5 Jahren. Es hat doch in der Diskussion insgesamt in unserem Land zugenommen, dass man drauf schaut, gibt es bei einzelnen Themen nur eine Richtung oder sind wir da breiter aufgestellt? Geben wir Denkanstöße in verschiedene Richtungen, immer im demokratischen Bereich natürlich. Und das müssen wir als Öffentlich-Rechtliche uns natürlich besonders gefallen lassen, auch eine solche Kritik und damit auseinandersetzen. Von Anfang an streitbare Meinungen in den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren, und willkommen zu Tagesthemen. 2. Januar 1978. In der ersten Sendung geht es um eine Spiegelveröffentlichung. Dilettanten waren es zumindest, die sich hier an Thesen und an der Beschreibung eines Zustands versuchten. Der tägliche Kommentar, mal analytisch. Die Hintergründe der Einreiseverweigerung für Helmut Kohl dürften in der inneren Unsicherheit der DDR-Führung zu suchen sein. Mal mahnend. Im publizistischen Bereich sind es vor allem Hetzblätter der Springerpresse, aber auch die FAZ und der Spiegel, die zur Panikmache gegen Ausländer beigetragen haben. Mit starker Haltung. Der griechische Schwanz hat lange mit dem europäischen Hund gewedelt. Zu lange. Und mit klarem Appell. Wir müssen fokussiert bleiben und die Infektionszahlen so weit senken, dass wir Infektionsketten wieder ordentlich nachvollziehen können, gerne auch via App. Zuständig für die Auswahl der Kommentierenden ist ARD-Chefredakteur Reinhard Becker. Sein Ziel: Multiperspektivität. Also es geht darum, ich sag mal, wenn Sie im Jahr 25 Mal im weitesten Sinne Klimawandel kommentieren und die 25 Mal immer in die gleiche Richtung kommentieren, dann blenden Sie einen Teil der Bevölkerung aus. Das wollen wir in Zukunft
Da wollen wir ein bisschen gegensteuern, um das mal klar zu sagen. Der ARD-Chefredakteur will die andere Position zum Klimawandel. Er spricht aber auch über die Corona-Maßnahmen und auch Flüchtlinge polarisieren. Der Deutschlandfunk hat gerade erlebt, wie die andere Position ankommt, zu Moria. Eine Korrespondentin forderte, die Brandstifter, also Geflüchteten, dort zu lassen. Schicken wir das technische Hilfswerk nach Griechenland, bauen wir ein menschenwürdiges Auffanglager. Doch Brandstifter gehören nicht auch noch belohnt, wie verzweifelt sie auch immer gewesen sein mögen. Die andere Sicht will nicht jeder. Der hässlichste Kommentar zu Moria kam heute ausgerechnet im Deutschlandfunk. Da war wohl ein Faschist beim Deutschlandfunk. Ein beeindruckend widerwärtiges Stück zynische Menschenverachtung. Historiker Zimmerer, der unter anderem zur NS-Zeit forscht, befürchtet nun, dass auch in den Tagesthemen zu extreme Positionen völlig freien Raum bekommen unter dem Etikett Meinung. Multiperspektivität ist gut. Die Demokratie lebt von Multiperspektivität. Aber es gibt natürlich einen Rahmen, außerhalb dessen Positionen einfach absurd sind. Ich warte dann auf den Kommentar in den Tagesthemen zu Die Erde ist eine Scheibe. Oder aber zu Der Antisemitismus ist richtig. Antisemitische Kommentare oder Meinungen in den Tagesthemen haben da überhaupt nichts zu suchen. Und wird es auch, solange ich Chefredakteur bin, aber mit Sicherheit auch unter meinem Nachfolger nicht geben. Da muss man dann einschreiten und ansonsten, wie gesagt, zwischen diesen Leitplanken, die uns die demokratisch-freiheitliche Grundordnung setzt, muss alles möglich sein, aber da sind genau die Grenzen. Jeden Abend eine Meinung in den Tagesthemen. Welchen Positionen die ARD am Ende wirklich ihre prominente Sendezeit einräumt, viele werden das beobachten.